Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich melde mich heute mal aus Island. Es regnet leider auch so ein bisschen gerade, macht aber nichts. Und ich möchte euch heute mal zu einer Location mitnehmen, die man vielleicht nicht immer in diesen typischen Top 10 Locations, wenn man danach mal googelt, findet. Denn da hinten, da ist der Seljalandsfoss. Den kennt man ja eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, der wird eigentlich so in jeder Top 10 Liste mit veröffentlicht. Aber wenn man mal ein paar Meter weiter fährt, dann kommt man zu einem Wasserfall, den ich euch heute mal zeigen möchte, wo ich heute selber das erste Mal bin, aber den ich unglaublich cool finde. Und den nennt man Gliufrabui. Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Name aussprechen ist nicht so meins, aber da gehen wir jetzt mal hin. Da ist der Seljalandsfoss und hier ist der Wasserfall, wo wir jetzt hingehen. Ich muss ja mal dazu sagen, dass wir mega Glück haben, denn wir haben diese Reise nach Island letztes Jahr schon gebucht. So, jetzt kam diese ganze Corona-Pandemie, alles wurde runtergefahren, man konnte nirgendwo mehr hinfahren. Und am 15.06. wurde dann tatsächlich das alles wieder möglich und wir sind am 21. hierher geflogen. Hatten die ganze Zeit die Hoffnung, dass es irgendwie noch funktioniert, haben deswegen auch noch nichts storniert gehabt. Flüge kann man ja sowieso nicht stornieren, die haben dann auch stattgefunden. Und jetzt sind wir komplett alleine hier. Also wir sind wirklich bei ganz vielen Locations, wo wir alleine sind, wo man normalerweise eine Stunde anstehen muss, um überhaupt einen Parkplatz zu bekommen. Und hier ist einfach niemand, ja, so gefühlt. Ab und zu treffe ich mal zwei, drei andere Leute, aber ansonsten ist man hier komplett alleine und das ist unfassbar gut. So, wir gehen jetzt hier mal rein. Ist auf jeden Fall schon sehr nass hier. Ah, Wahnsinn. Man muss hier auch ein bisschen durch Wasser gehen. Also man sollte wasserfeste Schuhe dabei haben. Und dann geht man hier über die einzelnen Steine so drüber. Ja, die Steine sind auch nicht wirklich fest. So, ich bin jetzt hier kurz vor dem Wasserfall. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen untergestellt hier unter so eine kleine Höhle, weil das Wasser doch sehr, sehr stark hier von hinten kommt und sonst das Objektiv sofort komplett voll Wasser ist. Und wenn ich jetzt noch ein kleines Stück weiter darüber gehe, dann sehen wir den Wasserfall richtig. Und da gehen wir jetzt mal hin. Ich habe jetzt hier eine Stelle gefunden, die, denke ich mal, richtig gut aussieht. Ich habe die Kamera jetzt hier relativ tief positioniert und gucke relativ weit nach oben, weil der Wasserfall relativ hoch ist. Und direkt ober mir oben drüber ist noch so eine Felswand. Die habe ich als natürlichen Rahmen noch mit drin, um das Foto noch ein bisschen schöner zu machen. Das habe ich jetzt hier schon mal fotografiert. Zum Glück, an dieser Position kommt auch nicht ganz so viel Wasser auf das Objektiv, aber trotzdem nach jedem Foto immer schön mit so einem kleinen Tüchlein hier mal putzen, damit wir dann wirklich eine gute Qualität auch im Foto drin haben und das Objektiv halt trocken ist. Das habe ich jetzt, wie gesagt, schon fotografiert. Und jetzt werde ich mal auf diesen Felsen, der hier im Vordergrund ist, noch meine Mutter mal drauf positionieren, damit wir noch so ein kleines Element mit drin haben, um auch mal die Größenverhältnisse überhaupt zu sehen, weil dieser Wasserfall ist echt groß. Und ich glaube, das kommt noch viel besser rüber, wenn man da noch einen Menschen mit in das Foto positioniert. Und das machen wir jetzt mal. So Leute, ich bin jetzt erstmal wieder raus. Es war extrem schwer da drin überhaupt zu filmen, deswegen gibt es da jetzt sehr wenig Videomaterial, aber ich will jetzt noch mal ganz kurz darauf eingehen. Also, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, hierher zu gehen, weil es ist eine unfassbar coole Location und wie gesagt, ich habe die noch nicht häufig gesehen im Internet irgendwie und ja, vielleicht täusche ich mich auch, aber so in diesen typischen Top 10 ist sie halt irgendwie nie vertreten, obwohl ich finde, dass das eine der besten Locations hier in Island überhaupt ist. Es ist natürlich sehr schwierig hier zu fotografieren, das muss ich zugeben. Also dadurch, dass so viel Wasserspray immer wieder auf die Kamera kommt, ist es hier noch
schwieriger als zum Beispiel drüben am Seljalandsfoss, weil hier einfach noch mehr Wasser aufs Objektiv kommt. Und man hat natürlich auch sehr wenig Platz. Also das ist eine sehr kleine Höhle und da können sowieso nicht viele Menschen rein. Und man hat wirklich sehr wenig Platz. Man braucht auf jeden Fall ein gutes Weitwinkelobjektiv. Ich glaube, ich war so bei 20 mm jetzt ungefähr. Man kann aber auch gerne mit noch weitwinkliger fotografieren, wenn man noch mehr von der Szenerie mit drauf haben möchte. Aber ich war jetzt am Ende bei ungefähr 20 mm. Blende 8. Verschlusszeit war ungefähr bei einer 40. Sekunde, glaube ich, ISO 100, also das hat alles gepasst. Übrigens, falls ihr mich jetzt fragt, ja, mit einer 40. Sekunde Verschlusszeit, bei einem Wasserfall sagt man ja immer so ungefähr eine halbe Sekunde, damit das Wasser so ein bisschen smoothy aussieht, aber trotzdem noch ein bisschen Struktur drin hat. Bei diesen Wasserfällen, muss ich sagen, fotografiere ich eher noch ein bisschen mit einer kürzeren Verschlusszeit, weil ich dann einfach noch mehr diese Struktur im Wasser drin habe. Und es sieht trotzdem schon etwas milchig aus. Also da finde ich, da passt diese halbe Sekunde eher weniger. Da würde ich eher ein bisschen die Verschlusszeit noch verkürzen. Aber das ist mein persönlicher Geschmack. So Leute, das war es erstmal mit diesem Video. Also an dieser Stelle nochmal die ganz klare Empfehlung für diese Location hier in Island, für diesen Wasserfall. Den kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen, auch wenn es, wie gesagt, schwierig ist zu fotografieren. Aber ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Falls ihr noch weitere Fragen zu dieser Location habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin sage ich jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao!